Düsseldorf, 16. Januar 2016. So, ein neues Gesicht vor der Kamera. Und dein Name? Mein Name ist Ursula Mittelstädt. Ursula Mittelstädt. Okay, die Ursula. Du bist Deutsche, Polin? Ja, ich habe deutsche Staatsangehörigkeit. Deutsche Staatsangehörigkeit, aber ursprünglich aus Polen? Ja, ich bin in Polen aufgewachsen. Mhm. Okay. Was führt dich denn zu uns heute? Ja, ich möchte ja über eine schwierige Lebenslage meines Kindes berichten, die eben dank des Jugendamtes angetreten ist und was sie ja meinem Kind angetan haben. Also ich vermute mal, dein Kind lebt nicht mehr bei dir? Leider nicht, sonst würde meinem Kind gut gehen. Ja, dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Ursprünglich war mal alles schön. Du hast jemanden kennengelernt, ihr habt zusammen gelebt und habt ein Kind. Ja. Wann begannen die Schwierigkeiten? Wie hat das angefangen? Ja, es hat damit angefangen, dass der Papa besonders brutal gegenüber dem Kind geworden ist. Und wie kam das? Was hat die Brutalität ausgelöst? Ja, das war unabhängig von mir. Das liegt einfach an ihm. Ich konnte das einfach nicht glauben, dass man einem kleinen Kind so viel Leid eintun kann. Er hätte mein Kind immer wieder verletzt und attackiert. Und das habe ich beim Jugendamt gemeldet. Und mir wurde nur versprochen, ich soll Beweise sichern. Also es war unglaublich schwer, irgendwelche Beweise zu finden. Wie alt war denn das Kind, als das anfing, die brutalen Übergriffe? Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Auf jeden Fall. Aber wie alt das Kind heute ist, können wir das sagen? Ja, mein Sohn ist fast 6 Jahre alt. Gut. Wie ist die rechtliche Lage? Seid ihr verheiratet gewesen? Oder, nein. Also ihr habt nicht geheiratet. Hatte der Vater Sorgerecht? Nein, er hat von mir kein Sorgerecht bekommen, weil ich sofort gewusst habe, er ist nicht in der Lage. Wenn die unverheirateten Eltern gemeinsam Sorgerecht haben wollen, melden sie sich bei Jugendamt. Da kann man so eine gemeinsame Erklärung unterschreiben. Und damit ist das sozusagen rechtlich anerkannt. Richtig. Also ihr habt so eine solche Erklärung nicht unterschrieben. Genau, ich habe das auf jeden Fall nicht zugestimmt, was ich sofort gemacht habe, wo ich noch schwanger war. Ich habe die Vaterschaftsanerkennung gemacht. Ach ja. Genau. Und er hat mich einmal gefragt, kann ich mir bitte Sorgerecht bekommen? Ich habe gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich wollte ja auch mir noch mehr Zeit lassen, um zu schauen, ob er wirklich geeignet ist. Und da hat sich ja herausgestellt, dass er auf keinen Fall geeignet ist. Okay. Mhm. Hattet ihr gemeinsam gewohnt in der Zeit, wo das Kind schon auf der Welt war? Ja, wir haben gemeinsam gewohnt. Ich habe ständig den animiert, dass wir zusammen was unternehmen. Wir sind auf die Spielplätze gefahren. Wir haben viel zusammen unternommen. Wir sind viel gereist. Und ich habe versucht, dass wir wirklich eine sehr, sehr schöne Familienzeit haben. Und er ist dann immer mitgezogen, hat alles mitgemacht. Eigentlich, ich habe gegenüber dem Papa eigentlich nichts vorzuwerfen. Mhm. Plus das Verhalten, sein Verhalten gegenüber dem Kind war leider sehr kritisch. Mhm. Erstaunlicherweise. Irgendwann mal habt ihr euch wahrscheinlich getrennt. Ja. Und wie war das mit Kontakten zwischen Vater und Kind? Hatte der Vater dann Umgang oder wie war das? Wie sah das aus? Ja, also der hat ja zwar formal ein Briefchen geschrieben, der müsste ja Umgang haben. Und ich natürlich habe gehört, dass ich den Umgang geben soll. Da habe ich gesagt, ja, du kannst leider mein Kind nicht alleine bekommen, weil ich weiß, dass du leider oft Ausraster hast und ich habe ja angeboten, dass ich die Umgänge begleite und deswegen habe ich mehrere Stunden auf Spielplätzen, auf verschiedenen
Orten mit ihm verbracht, bin ich hingefahren, war ich zusammen mit meinem Sohn und wir haben ja die Zeit verbracht. Und ja, kann man sagen, mein Sohn konnte sich also merken, das ist schöne Familienzeit, was ich da... Ja, irgendwann mal scheint das nicht funktioniert zu haben. Was war der Auslöser oder was ist passiert, dass es auf einmal... Ja, da kam das Jugendamt. Wie sah das aus konkret? Ja, ich bekam plötzlich einen ungemeldeten Besuch bei mir zu Hause, hat das Jugendamt geklingelt. Wie alt war das Kind damals? Ungefähr damals 3 Jahre. Die waren, die sind gekommen, war das nur eine Person, waren mehrere Personen? Ja, das war ja der Herr und aus dem Jugendamt. Und er hatte gesagt, wir haben nur Meldungen bekommen, dass sie nur erzählen, dass der Papa des Kindes ihrem Kind nicht gut tut. Wir wollten uns umschauen. Ja, und dann war es gut. Ich wurde in Ruhe gelassen. Aber leider, da kam eine neue Sachbearbeiterin. Ja, im Januar 2014. Da hat sie ja angefangen, schon sofort nach ihrem Amtseintritt, wenn ich so sagen darf, mich zu attackieren. Zum Beispiel, wie war der Angriff? Hat sie behauptet? Ich wurde also von Herrn H. gefragt, zu welchem Kindergarten mein Kind besuchen wird. Habe ich das ja auch gesagt. Und dann haben sie gewusst, dass es eine Caritas-Anrichtung sein wird. Caritas-Einrichtung hat sich dann sehr gut mit Jugendamt unterhalten. Sofort wurden Attacken gegen mich gestartet, verleugnerische Attacken. Ich habe immer erzählt, dass andere Kinder gegenüber meinem Sohn aggressiv sind und dass sie mal bitte das kontrollieren sollen und den besser betreuen sollen. Ja, natürlich, ich bin dann überfürsorglich und das haben sie ja vorgeworfen. Die neue Frau H. aus dem Jugendamt wollte schon eigentlich in den ersten Wochen nach ihrem Amtseintritt schon Antrag beim Familiengericht. Das ist aber ein ganz normaler Instinkt, wenn du dein Kind schützen willst, dass du versuchst, gegen diese Übergriffe vorzugehen. Da kann dir keiner einen Vorwurf draus machen. Was hat diese Frau noch vorgeworfen? Ja, überfürsorglich, dass ich mich von meinem Kind gar nicht trennen will. Ich will mich trennen, aber ich möchte bitte, dass mein Kind einfach ganz normal betreut wird. Es muss ja nicht schon am Anfang so viel Aggressionen gegen meinen Sohn ausgetragen werden, dass er mal bitte mal langsam ankommt. Und ja, und die haben das nicht so verstanden, denn sie wollten das ständig so gegen mir alles zu verwenden. Ne? Ja, hast du eine Ahnung, wie es denn überhaupt zu diesen Aggressionen kam? Aus welchem Grund sind die Kinder aggressiv gewesen gegen deins? Was das war zwischen den Kindern, ich habe ja nicht so sehr mitbekommen. Das war eine Sache meines Sohnes, was bei ihm passiert. Ja, aber manchmal kriege ich das mit und dann... Er war einfach nicht zufrieden mit dem Kindergarten. Da war schon, er hat sich nicht wohl gefühlt. Ja, das war schon sogar in den städtischen Einrichtungen viel, viel besser. Und das war eben eine Caritas-Einrichtung. Das ist meine Erfahrung, dass die dort ein bisschen, sag ich mal, die Kinder ein bisschen besser betreut haben, natürlich. Aber man kann ja doch nicht schon bereits nach, sag ich mal, einigen Wochen, wenn die Mutter erst das Kind zum ersten Mal im Kindergarten abgegeben haben, schon jetzt aufgrund der Kindergartengeschichte der Mutter für Antrag bei Familiengericht zu stellen. Und das hat sie schon versucht. Nee, weil ich das irgendwie mitbekommen habe. Ich habe einfach gehört, was die da eigentlich sagen. Und da habe ich mitbekommen, weil sie, die Leiterin des Kindergartens, gesagt hat zu mir, Sie bekommen Bescheid. Warten Sie und Sie bekommen Bescheid. Und ich wusste, okay, ich bekomme Bescheid, wahrscheinlich von anderen Stelle. Hab mein Kind eingesagt, bin zum Jugendamt. Und habe ich dort vorgesprochen, was ist denn nur los? Und da hat sie mit mir geredet. Die Frau hat, also sie wollte schon einen Antrag beim Familiengericht stellen, obwohl sie mich noch nie zum Gespräch eingeladen hat. Und das war weiterhin so gegangen. Es ist auch immer verdächtig, wenn sie sagen, sie bekommen Bescheid. Das heißt nämlich, wir planen etwas. Ja,
Ja. Wie lange war das Kind im Kindergarten, wo diese ganzen Drohungen kamen? Sie bekommen Bescheid. Am 1. Januarwoche hat er angefangen, den Kindergarten zu besuchen. Mhm. Und im Februar sollte ich schon Bescheid bekommen. Das bedeutet, die hat mit der Arbeit begonnen, die Frau H. Und sofort wollte sie eigentlich schon Antrag stellen. Sie hat mich auch nie zum Vorsprechen eingeladen. Sie hat auch nicht gewusst, wer ich bin. Wollte sie schon Antrag stellen. Sie hat mit mir gar nichts besprochen. Zu sorgerechtlichen Entscheidung. Aha, das wollte ich hören. Das wurde aber nicht zu Ende gemacht. Ich habe das einfach noch abwehren können. Sie haben das nicht gemacht. Aber was nun? Im Mai haben sie das gemacht. Also im Februar haben sie das nicht gemacht, dann haben sie 3 Monate später gemacht, die gleiche Sachbearbeiterin. Ja. Wie wurde dieser Antrag begründet vom Jugendamt? Ja, der Antrag war begründet, dass sorgerechtliche Entscheidung geprüft werden darf vor Gericht. Aber warum? Die haben also nicht geschrieben, dass sie mir mein Sorgerecht wegnehmen wollen. Na, weil ich eben sage, dass mein Kind eben attackiert wird. Und die wollen das aber mir in die Schuhe schieben. Also es ist nicht der Kindergarten schuld, sondern ich bin schuld, dass ich es anspreche. Deswegen wollte ich vorhin diese Frage klären. Aus welchen Gründen oder was ist deine Vermutung? Wieso hat dein Sohn aggressives Verhalten auf sich gezogen? Ja, ich meine, er ist vermutlich so in etwa gemobbt worden. Aber wahrscheinlich als einziges Kind. Nee, mein Sohn muss ja auch lernen. Er hat ja immer gesagt, ich will einen lieben Kindergarten haben. Ja. Er wollte, dass alle sich im Kindergarten lieben. Mhm. Und wenn er dann so erstmal, das muss er lernen. Deswegen geht er auch im Kindergarten, um zu lernen. Ja, sich durchzusetzen. Ja, genau. Ja. Mhm. Da habe ich kein Problem damit. Mhm. Ja, aber gleich so Antrag deswegen zu machen. Und ich habe ja auch versucht, mit dem Kindergarten zu reden, aber mit denen ist nicht zu reden. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, das ist für das Jugendamt immer die Chance. Ja, darauf muss man achten. Also Leute, wenn ihr Probleme mit euren Kindern habt, im Kindergarten, in der Schule, sonst wo, versucht erstmal selber das Problem zu lösen. Unter Umständen auch das Kind behandeln zu lassen, psychologisch, aber rennt bloß nicht zum Jugendamt und sagt, es gibt hier ein Problem mit meinem Kind in dem und dem Kindergarten oder in der Schule, dann ist es meistens schon zu spät. Die verfolgen ganz eigene Interessen. Viele Leute sagen dann hinterher, das war der größte Fehler meines Lebens, mich an das Jugendamt zu wenden. Das ist auch in der Zeitung, in der FAZ so beschrieben worden, in einem Fall, den Mann kennen wir auch. Also Finger weg vom Jugendamt. Okay, nun ist es zu spät. Wie kommen wir da wieder raus? Das ist jetzt die Frage. Das stimmt. Deswegen bin ich auch hier, um Hilfe zu bekommen. Denn es ist ja wirklich derzeit sehr schlimm, meine Lage. Was daraus geworden ist. Ja, was daraus geworden ist, ich vermute mal, das Sorgerecht haben sie dir entzogen. Sofort. Sofort? Sofort. Ja, erzähl das mal genauer. Wie schnell ging das? Das geht schnell. Erstaunlicherweise. Ich hatte einen Anwalt, der hat dann versprochen, dass wir mit dem Jugendamt zusammenarbeiten werden. Und der Vater hatte dann... Moment mal, der Anwalt verspricht, mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten? In der Verhandlungssaal, ja. Ja, das bedeutet eigentlich den Anwalt wechseln. Ja, das ist meine Erfahrung. Hast du gemacht? Ja. Gut. Vom Herz her einfach. Sehr gut. Vom Gefühl her. Ja, ja. Was meinst du dazu, Beata? Also der Anwalt, der soll die Interessen des Mandanten vertreten und nicht die Interessen des Jugendamtes. Ja. Und wenn man das hört, dann muss man das sofort kundigen. Ja, ich habe ja auch das Familiengericht gebeten, den Kontaktaussetzung des Vaters. Ne? Ich muss eine Sache noch loswerden, die halte ich für wichtig. Ich sage das deswegen, weil das jetzt noch in den Zusammenhang passt. Es gibt also Probleme im Kindergarten, so habe ich das verstanden, weil dein Junge sich eigentlich gewünscht hat, Harmonie auch mit den anderen Kindern. Richtig. Er wollte irgendwie behutsam behandelt werden. Richtig. Und das wiederum könnte eine Folge davon sein, dass er von seinem eigenen Vater misshandelt wurde.
Ist das schon der Fall gewesen, als das Kind in den Kindergarten kam, dass der Vater schon übergriffig geworden ist? Auf jeden Fall. Mir geht es nur eher so, weil er dann bei mir zu Hause lebte und ich habe ihm so eine Harmonie beigebracht. Also durch meine Erziehung hat er eben kennengelernt, dass die Welt schön sein kann. Und es muss nicht so viel Gewalt sein. Und so das ist ja gerade der Punkt. Gewalt. Das ist doch gerade der Punkt. Das macht sein Verhalten problematisch. Bei dir lernt er, dass die Welt schön sein kann und angenehm. Und bei seinem Vater lernt er genau das Gegenteil. Das heißt, das Kind hat schon ein Problem durch die Gewalttätigkeit des Vaters. Mhm. Die Gewalt des Vaters erzeugt bei dem Kind Angst. Ja. Und diese Angst trägt der Junge mit sich herum und diese Angst trägt er auch in den Kindergarten. Das heißt, er fühlt sich von anderen Leuten bedroht, weil er den Vater als unberechenbar kennengelernt hat. Das heißt, das Kind hat Angst und was macht man mit dieser Angst? Man versucht sie zu vermeiden. Also wird dein Kind den anderen Kindern gesagt haben, oder zu verstehen geben haben, lasst mich in Ruhe, seid vorsichtig mit mir und irgendwie ist er anders. Und genau diese Andersartigkeit fördert bei anderen Kindern die Lust zu provozieren oder zu streiten, weil sie das interessant finden. Dieser Junge reagiert anders und wir müssen irgendetwas machen und dann kommen ganz komische, aber interessante Reaktionen. Und dein Sohn erlebt das als Mobbing, als aggressives Verhalten von den anderen Kindern. Ja. Also die Wurzel dieses Problems liegt nicht beim Kindergarten, sondern bei der Art und Weise, wie der Kindesvater mit seinem Sohn umgegangen ist. Genau. Ja? Ich will ja auch sagen, dass mein Sohn auch das harmonische Miteinander auch in anderen Kinder, sage ich mal, Gruppen kennengelernt hat. Denn ich bin mit meinem Sohn regulär Woche für Woche in Musikstunde gegangen, zu Sportunterricht, dann Eltern-Kind-Gruppen, zwei sogar. Mhm. Ja, und ich bin ja in den Zoo gegangen mit meinem Kind regulär in den Zoo. Und das bedeutet, er hat sozusagen ständig kennengelernt, dass es alles in Ordnung ist. Und wieso muss das eben, wenn er da im Kindergarten angekommen ist, dann ja so sein? Also nicht schön. Ja, weil er, wenn er woanders ist als bei dir, dann hat er diese Angst. Bei dir ist er beschützt, tatsächlich. Richtig. Beim Vater lernt er, dass die Außenwelt, ja, die anderen Personen auch gefährlich werden können. Richtig. Ja, also er weiß, bei dir fühlt er sich wohl, aber kaum, dass er irgendwo alleine ist und isoliert von dir, dann bekommt er Angst und dann verändert sich sein Verhalten und das wiederum führt dazu, dass er von anderen Kindern provoziert wird. Und nur um das mal vorwegzunehmen, dein Sohn lebt dank der Fürsorge des Jugendamtes und der Entscheidungen des Jugendamtes und des Familiengerichts jetzt bei dem ungeeigneten Elternteil, nämlich bei dem gewalttätigen Vater. Ja, das ist die Situation heute. So, ich wollte diesen Zusammenhang mal klar machen. Das ist nämlich jetzt die Ausgangslage. Ja? Also Beata, du hattest noch eine Frage. Ich wollte jetzt fragen, hast du versucht, zuerst einen Kindergarten zu wechseln? Vielleicht wäre das eine Alternative. Das wäre aber keine Lösung gewesen, denn das Problem wäre in einem anderen Kindergarten auch gewesen. Ja, es wurde tatsächlich da in den Unterlagen geschrieben, dass mein Sohn sich nicht durchsetzen kann. Ich habe also kein Problem. Ich gebe mein Kind ja auch ab in den Kindergarten. Das ist kein Problem. Das ist ja nicht, aber das ist nicht mal Chance. Ich hatte nicht mal Chance gehabt und mein Sohn hatte nicht mal Chance gehabt, eben in den Kindergarten anzukommen. Denn da wurde schon Familiengericht eingeschaltet. Ich habe richtig Angst gehabt. Ich würde dann versuchen, vielleicht noch einen Versuch starten. Nee, ich habe da gekündigt, da in dem Kindergarten. Also vernünftig wäre gewesen, wenn jetzt mal diese unfähigen Behörden, auch die Justiz, außen vor geblieben wären, dass du den Kontakt zum Vater möglichst einschränkst. Richtig, und mit dem Kind, das Kind braucht eine Therapie, das ist ganz klar. Wenn der eine Elternteil friedlich ist und der andere aggressiv, dann braucht das Kind eine Therapie. Das kannst du aber machen. Ja. Du kannst mit dem Kind zu einem Therapeuten gehen. Ich kann jetzt nicht gehen. Nein, jetzt nicht. Das Jugendamt hat dir das alles vermasselt, weil die übernehmen jetzt die Hoheit. Sozusagen. Ja. Und dich
als die Mutter, die es eigentlich richtig gemacht hat, lassen sie außen vor. Ja. Jetzt sind also die Versager unter sich, das heißt die Behörden und der Kindesvater, und die bestimmen jetzt den weiteren Verlauf mit dem Kind. Ja. So, wie kommen wir da raus? Ich muss wissen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und bis dahin müssen wir zuerst kommen. Ja? Genau, also was du gesagt hast, dass ich mal mein Kind... Zum Beispiel die Frage, meine Frage wurde nicht beantwortet, ob du versucht hast, einen Kindergarten zu wechseln. Nee, ich habe einfach gekündigt, dann wurde schon der Antrag gestellt, dann hatte ich schon, dann hatte ich schon nochmal die Verhandlung gehabt. Dann Wie viele Verhandlungen hattest du gehabt? Eine Verhandlung? Natürlich, jetzt habe ich mehrere Verhandlungen gehabt. Mhm. Auch, damals, zu Sorgerechtentzug. Also eine Verhandlung. Mhm. Eine Verhandlung. Dann, Und wer war das? Wahrscheinlich Jugendamt war da. Jugendamt war da, der Kindesvater und dann der Anwalt, mein Anwalt. Und der Vater hatte keinen Anwalt gehabt. Mhm. Und ich habe das Familiengericht gebeten, diese Kontakte mit dem Papa eher zu blockieren und zu schauen, wie das dann sich weiterentwickelt. Nee, die haben dann Umgangspflegschaft eingerichtet. Mhm. Wer ist Umgangspfleger geworden? Ein Diplompsychologe, ein Rechtsanwalt? Nein, eine Rechtsanwältin. Eine Rechtsanwältin. Die sagte, die sagte einfach, dass ich nichts zu sagen habe und es wird so sein, wie das Jugendamt sagt. Und daraufhin habe ich ja mitgeteilt, dass ich in Urlaub fahren möchte, weil mein Kind seine Großeltern sehen möchte und seine Cousinen, die er über alles liebt und dass die ja extra kommen, mit Benny zu spielen. Und da hat ja schon die Anwältin meines Kindes Antrag gestellt, mir zu verbieten, dass ich in den Urlaub zu fahren, sowie dass ich bestimmen kann, wo sich mein Kind befindet. Ich habe noch eine Frage. Das hat sie aber nicht hinbekommen beim Gericht. Ja, ich habe noch eine Frage. Also ich höre jetzt neue Informationen. Wurde, also für das Kind wurde Anwältin des Kindes bestellt vom Richter. Wer war das? Das war die Frau, eine Rechtsanwältin, Und dann Fachanwältin für Familienrecht. Ja, und noch dazu wurde der Umgangspfleger bestellt. Dazu die Umgangspflegerin, ja. Ja, auch das war auch eine Rechtsanwältin. Ja. Okay, kam es nach dieser Gerichtsverhandlung zu einem Umgang, wo der Umgangspfleger... Ja, der Umgang fand dann einige Male statt. Dann sagte ich fahre in den Urlaub. Moment, fand einige Male statt. War das begleiteter Umgang? Das war unbegleitet. Und wer hatte begleiteten Umgang? Der Kindesvater? Oder? Der Kindesvater hatte begleiteten Umgang gehabt. Allerdings hat sie ja die Anwältin gesagt, es ist so, dass das Jugendamt abgestimmt hat, dem Vater große Freiräume zu geben. Wo ich gerade gesagt habe, Freiräume könnten gefährlich sein. Ja. Kam es dazu, dass er wirklich dann unbegleiteten Umgang bekam danach? Unbegleitet nicht, aber die Rechtsanwältin, die Fachanwältin für Familienrecht, die hat sich dann, sag ich mal, 5 Meter vom Kindesvater hingesetzt, sodass der Vater auch mal meinen Sohn zutexten könnte mit Sachen, die ihn vielleicht Angst hätten machen können. Das hat sie aber nicht mehr interessiert. Ich verstehe.